Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde. Ich wollte gerade schon wieder für bis Infinity Wolf sagen, meine Güte. Das habe ich gesehen, Freundchen. Ja, aber willkommen zu einer weiteren Runde. Deponia Doomsday. Und in der letzten Folge haben wir die Entwicklung von Lottie kennengelernt. Ah, Lottie war ja schon im ersten Teil einer meiner Lieblingscharaktere. Sprengplan. Das kommt mir irgendwie so beunruhigend bekannt vor. Ja, beim letzten Mal hast du halb Kuwak zerstört. Naja, gehen wir mal in Nonsos Kneipe. Hey, das ist Toni. Hey, Toni. Schnutzelbärchi. Was hatten wir zum Thema Schnutzelbärchi gesagt? Dass sie eine cholerische Pestnatter ist, dafür aber einen knackigen Hintern hat. Ich wollte zwar darauf hinaus, dass du mir keine Kosenamen geben sollst, aber trotzdem, gute Antwort. Hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Nun, er hat sich ein wenig verhoben. Ich sag ja, sowas kann böse enden. Aber du verlangst trotzdem immer wieder, dass ich den Müll rausbringe. Ich meinte das bildlich. Moment, du warst das? Warum? Er hat ein paar hässliche Dinge gesagt. Hässliches Entlein hässlich oder deine Mutter hässlich? Vielleicht hat es doch den Falschen getroffen. Oh oh. Der Ballon ist startklar. Der Ballon ist startklar. Du hast es wirklich hinbekommen? Natürlich. Wieso fragst du so dämlich? Es ist nichts explodiert? Noch nicht. Oder verbrannt? Ein Stück. Oder in die Brüche gegangen? Na ja. Zwei von drei. Deutlich besser als erwartet. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt wegen den Kristallgläsern mal anfange, aber theoretisch gesehen werden wir eh noch in die Zeit zurückreisen, also komm. Wegen deiner Kristallgläser. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber. Aber? Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Wollen wir diese Diskussion wirklich noch einmal führen? Ich gebe hier viel auf. Und alles für die verschwindend kleine Chance, dass du uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Elysium bringst. Die einzige Bedingung? Ich will die Gläser meiner Großmutter mitnehmen. Ich sag ja nur, es ist ein langer Weg. Nicht, dass irgendwas passiert. Du sagtest, es sei sicher. Ist es ja auch. Aber ein kleines Restrisiko lässt sich eben nicht ausschließen. Und auf Elysium haben sie sicher auch ganz hervorragende Großmuttergläser. Ich komme entweder mit den Gläsern oder gar nicht. Um die Gläser kann ich mich doch kümmern. Um die Gläser kann ich mich doch kümmern. Oh, Rufus. Das hatten wir doch schon. Das ist eine Aufgabe, die deinen Fähigkeiten einfach nicht entspricht. Wie meinst du das? Na ja, du wirst sie kaputt machen. Das ist doch Unsinn. Und selbst wenn, würde ich einen Weg finden, das wieder ungeschehen zu machen. Du willst immer das Unmögliche, aber deine Finger an meinen Gläsern, da ist die Grenze. Verstanden? Ich finde es original, wenn dann so einfach geschildert an die Nebensitz und einfach hier ganz genießt. Okay, jetzt wird's lustig. Die Gläser sind kaputt gegangen. Die Gläser sind kaputt gegangen. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst. Weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt. So wie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Es sollte nur ein Witz sein. Ein lustiger. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Ich habe ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Ich habe ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Ja. Dann nehmen wir hier einen Dartfeld mit. Ein Stromumkehrer? Hey, Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Ein Dart-Wettbewerb? Oh Junge, da muss ich mitmachen. Sei bitte vorsichtig. Bei deinem letzten Dartspiel habe ich zwei gute Kunden verloren. Versuchen wir es doch mal. Und. Wow! Volltreffer!
Treffer. Damit hast du den Dart-Wettbewerb gewonnen. Hier. Ja. Nimm den Hauptgewinn. Gewinn? Was ist es? Ein Stromumkehrer. Na super. Hier. Und was war das dann auch? Hey, Finger weg. Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Können wir das nochmal machen? Eine Ente ist doch immer wieder schön. Ich wollte nicht die Dartscheibe, ich wollte den Dartpfeil. Da kommen wir jetzt echt nicht mehr ran. Strohhalm. Und jetzt weiß ich auch, wo Lotto Spartan ist. Und kann man noch einen Lanzer? Das Kuschel können wir auch mitnehmen. Das lasse ich lieber hier. Ich kann mir bei aller Liebe keine Situation vorstellen, in der man so einen Quatsch gebrauchen könnte. Naja, wenn ich mir den ersten Teil erinnere. Wir können das Glas aber noch mitnehmen. So, ich sag nochmal. Hallo, hey, Lonzo. Rufus. Hey, Lonzo. Dasselbe wie immer? Ganz im Gegenteil. Ich will etwas Neues. Etwas anderes. Etwas Aufregendes. Da hast du Pech. Ich habe nur dasselbe wie immer, Flörre. Warum fragst du mich dann überhaupt? Na, für gewöhnlich wollen die Leute eh nur, was sie bereits kennen. Ha, gewöhnliche Leute wollen gewöhnliche Dinge. Aber da mache ich nicht mit. Da mache ich nicht mit. Nicht mit mir. Hört ihr? Nicht mit mir. Okay, können wir noch weiter mit Toni reden? Schnutzelbärchi. Du wirst nicht glauben, was heute schon alles los war. Du wirst nicht glauben, was heute schon alles los war. Keine Brände oder Explosionen? Nein. Gibt es Verwundete oder Brandopfer? Tiere zählen auch dazu. Nichts von alledem. Tja, dann hast du recht. Ich glaub's dir nicht. Oh nein, was hast du jetzt wieder angestellt? Nichts. Wieso? Ich hab's gesehen, Dedelik. Ich hab's gesehen. Da stand gerade, was du jetzt schon wieder angestellt. Nicht, was hast du jetzt schon wieder angestellt. Hehe, Back gefunden. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Ja, vielleicht, ja. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Der Organon wollte Deponia sprengen. Der Organon wollte Deponia sprengen. Ha, aber den habe ich gezeigt, wo der Wombat die Locken hat. Vielleicht ist das ein Ausdruck von unterdrücktem Selbsthass. Ich meine ja nur. Weil du auch immer alles in die Luft springst. Selbsthass? Ich? Mich? Plötzlich. Ich bin super. Wobei es schon verwunderlich ist, dass in meinem Traum alle Organons Klone von mir waren. Keine weiteren Fragen. Ich hatte es fast bis nach Elysium geschafft. Aber dann ist dir deine Menschenliebe dazwischen gekommen. Das erzählst du immer, wenn deine Pläne scheitern. Aber diesmal war es wirklich so. Du meinst in deinem Traum. Ach ja, sorry. Es war nur alles so realistisch. Wenn du dir das nächste Mal unsicher bist, sobald einer deiner Pläne realistisch wirkt, ist es hochwahrscheinlich ein Traum. Wir hatten uns getrennt. Wir hatten uns getrennt. Ja, davon träume ich auch öfter. Endlich mal eine Woche ohne Brände in der Küche. Naja, also so war es ja nicht. Irgendwie habe ich ja trotzdem noch bei dir gewohnt. Ah, ein Albtraum also. Ich habe eine Elysianerin kennengelernt. Eine echte Orbit-Elfe. Ist das eine Art Retourkutsche, weil ich immer von Cowboy Dodo träume? Du träumst von Cowboy Dodo? Jede Frau träumt von Cowboy Dodo. Ja, hast recht. Also, in meinem Traum kam er, glaube ich, auch vor. Muss ich mir etwa Sorgen machen? Ja, ich war nicht diese Art von Traum. Haha, ganz im Gegenteil. Es war ein ihm gehörig den Arsch versohlt Traum. Hä? Am Ende habe ich mein Leben für die Rettung Deponias geopfert. Haha, ausgerechnet du. Warum nicht? Muss ich dich daran erinnern, wie ich mein Lymphsystem der medizinischen Forschung gespendet habe? Das zählt nicht. Die wollten es nur haben, um zu verstehen, wie du den Spaghetti da reinbekommen hast. Außerdem hast du es nicht aus Menschenliebe getan, sondern für ein Abo der Chirurgenwoche. Mich interessieren nur die Artikel, ehrlich. Schließlich war ich alt und überall war alles voller Schnee. Ich dachte, du hast dich geopfert. Ja, stimmt. Haut irgendwie nicht hin. Also, ich muss überlebt haben. Aber zu welchem Preis? Alles war so hoffnungslos kaputt und dreckig und im Eimer, dass ich schließlich Deponia in die Luft gesprengt habe.
Das muss der mit Abstand krasseste und längste Albtraum der Welt gewesen sein. Hm. Ich weiß nicht, unsere Beziehung hält ja jetzt auch schon wieder recht lange. Ach, schön. Ach, du hast meine Träume noch nie verstanden. Du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Ach, die Gläser. Was? Naja, Gläser. Ich hab ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Ich hab ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Nix wie weg hier. Na, Lotto oder Lotti? So, mir ist jetzt was eingefallen. Wir haben hier ja eine Folienkartoffel. Und ich schätze mal, diese Folie, das ist eine Alufolie. Und wir brauchen ja einen Aluhut für Takis, glaube ich. Dann gehen wir doch erstmal weiter, weil die ist ja noch zu heiß. Guten Tag, ich mach mal kurz Licht aus. Danke. Zu Bernards Hütte. Hallo Tag, tschö Tag. Weil hier unten war ja der Nilbot. Und da hat er mir ja gesagt, ich brauche ein Gefäß. Das ist mir gerade eben eingefallen, als ich es aufgehoben habe. Ich habe ja jetzt hier so ein Glas. Vielleicht. Und? Kein Bild, kein Ton. Ich muss wohl erst den Anschalter finden. Klappe. Ein Fach für paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Stromumkehrer. Das könnte passen. Aber wie rum? Ah, wird schon nicht so wichtig sein. Silbert Maut, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo-Mann. Hey, gleich beim ersten Versuch. Ich hab offenbar eine Glupssträhne. Ja, jetzt geben wir mal ein bisschen Eis. Danke, Mann. Das war echt nötig. Okay, passt rein. So, jetzt haben wir ein Glas mit Eis. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich bin hier mittlerweile schon so ein bisschen Deponia erprobt und weiß, so bescheuerter wie möglich. Hallo Tag, tschö Tag. Ja, Moment, ich mach mal kurz das Licht aus. Und Licht an. Und zack. Und zwar, hier die Folienkartoffel war ja ziemlich heiß. Oder? Autsch! Heiß! Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Glas mit Eis? Komm schon. Bitte. Na toll. Sie sind einfach in den Grill gepurzelt. So bekomme ich die Kartoffel niemals abgekühlt. Autsch! Heiß! Nein. Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Wow. So tiefsinnig. Kann man irgendwas mit dem Strohhalm machen? Es stimmt wohl, wenn dir das... Ja. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch einen Honigbrenner, die Wachsschublade. Wachsschublade? Verschwindet, kusch! Verdammt, das bringt so nichts. Gleich nochmal. Kann ich einen Strohhalm daran setzen? Entweder fehlt hier der Zapfhahn, oder es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen sollte ich vorerst die Finger davon lassen. Ja. Hm.
Ich will mal kurz was schauen. Weil hier... Oh. Haben wir noch was hier drin vergessen? Ofenklappe? Sieht nicht danach aus. Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von nuklearem Winter geträumt habe. Okay. Können wir den Schrott bestimmt nehmen? Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Oh, Schrott. Haben wir hier noch etwas? Gashebel? Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Ah, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Außerdem wollte ich doch Toni mitnehmen. Diese kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger. Und seltsamerweise tauchen sie immer in meiner Nähe auf. Wieso ist auch ein Elefantenschild dabei? McChronicle? Hey, Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Und ich muss mal die Folge unterbrechen. Da bin ich auch schon wieder. Okay, also hier kommen wir nicht wirklich weiter. Man sieht sich früher oder später. Beides nicht ausgeschlossen. Ja, ja. Also wir können jetzt erstmal hier neues Glas nachfüllen im Eis. Neues Eis nachfüllen im Glas. Jo, gib mir mal. Gib mich Eis. Oh, danke, Mann. Das war echt nötig. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Kann man das noch überfüllen oder so? Nein, danke, ich hab noch. Okay. Sussel, nee. Kann man das reingehen, oder? Wie jetzt? Bernhard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. War hier noch irgendwas Besonderes? Nee, hier war nur Ihmchen. Oh, hier war ein Schnabeltier. Ja, guck mal, angefetzt. Okay. Sprechen wir nochmal mit Ihmchen, oder? Hey, Lotto! Das heißt jetzt... Das heißt jetzt Lotti. Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Wieso was? Was stimmt denn damit nicht? Hab ich gesagt, dass damit irgendwas nicht stimmt? Nein. Im Gegenteil. Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. Genau genommen hatte ich schon immer das Gefühl, dass eine großartige Frau in dir steckt. Du nennst mich fett? Was? Nein. Entschuldigung, es ist nur, dass ich so unsicher bin, ob ich diesem neuen Leben wirklich gewachsen bin. Wenn du eines bist, dann gewachsen. Es wäre voll geil, Ofazzo. Es wäre ganz entzückend von dir, wenn du mir mit einer ganz ehrlichen Einschätzung unter die Arme greifen könntest. Ja, da findet man die tollsten Sachen. Also, gibt es irgendwas, was ich an meinem neuen Ich noch verbessern könnte? Lass mich nachdenken. Du hast keine Oberweite. Du hast keine Oberweite. Aber Rufus, wo schaust du mir denn hin? Das geziemt sich nicht. Mag sein. Aber worauf hätte Lotto geachtet? Leg deine Hand aufs Herz und sag mir dann, dass sie nicht um eine Dreckrübenhälfte zu dicht dran ist. Du hast recht. Vielleicht hilft es, wenn ich den Bügel aus meinem männlichen Männerkorsett entferne. Dieses Symbol der Androkratie hat mich lange genug eingeengt. Hier. Nimm ihn mir aus den Augen, sei so gut. Fällt dir noch was auf? Das war schon dezent verstörend. Du hast zu haarige Beine. Du hast zu haarige Beine. Schock, schwere Not.
Du hast recht. Gut, dass ich meinen Rasierer noch nicht weggeworfen habe. Aua! Verflucht tut das weh! Gut so, halte durch! Aua! Verdammt, ich sterbe! Ich leide mit dir, Kumpel. Was? Oh, dabei meine ich doch. Huhuhu, das zieht aber. Heulsuse. Fällt dir noch was auf? Also das mache ich jetzt auf jeden Fall noch zu Ende. Das ist zu schön. Deine Stimme ist zu maskulin. Deine Stimme ist zu maskulin. Wessen Stimme ist zu maskulin? Sagte ich maskulin? Walkürenhaft, das wollte ich sagen. Was du brauchst, ist ein komplettes Makeover. Was du brauchst, ist ein komplettes Makeover. Wir könnten shoppen gehen. Du probierst zu fetziger Musik verschiedene Kleider an und ich stehe vor der Umkleidekabine und mache vielsagende Gesichtsausdrücke. So. Oder so. Oder so. Zum Schluss geht's dann in einen Beauty-Salon und... Stopp, stopp, stopp! Es tut mir sehr leid, dass ich deinen Enthusiasmus bremsen muss. Aber nur weil ich jetzt eine Lady bin... Heißt das noch lange nicht, dass ich mich gleich in die nächsten Rollenklischees eingliedern will? Eine Verwandlung ist mehr als genug für einen Tag. Och, no. Schön. Deine Beine sind immer noch zu behaart. Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Hätte ich doch nur meinen Haarwurzellaser. Lotto hat sich die Haarwurzeln gelasert? Er hat Radsport betrieben, okay? Ich finde dich gut so, wie du bist. Ich finde dich gut so, wie du bist. Du Charmeur. Kannst du mir deinen Rasierer ausborgen? Kannst du mir deinen Rasierer ausborgen? Nicht, solange ich noch rumlaufe wie eine russländische Holzfällerin. Wobei ich mit einer Kettensäge wahrscheinlich besser vorankäme als mit diesem stumpfen Mistding. Wer hat dir das nur angetan? Wieso angetan? Ich fühle mich regelrecht befreit. Als wäre ich jahrelang in einem riesigen Kokon gefangen gewesen, um nun endlich wiedergeboren zu werden als wunderschöner... Walfisch. Schmetterling! Schmetterling, meine ich doch. Schön. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, ne Frau. Tüdelü! Schön. Und wie es dann weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Tüdelü.